Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück bei der Madden Ultimate Team 10 Serie zum 10. Jubiläum des Madden Ultimate Team Modus. Es geht heute um Randy Moss, den Receiver der Minnesota Vikings, der New England Patriots. Ein großartiger Spieler, aber ein schwieriger Charakter. 3-Sterne-Herausforderung, wir sollen das Spiel gewinnen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir mehr als 40 Punkte erzielen. Das ist meine Ansage. Und wenn wir für mehr als 204 Yards passen. So, wir treten an gegen die Vikings, die das Spiel mit dem Kickoff eröffnen. Wir sind zu Gast im US Bank Stadium. Und da ist der Kick an der 7-Yard-Linie. Nimmt Redford den Ball auf. Der Return über die linke Seite. Der war gar nicht verkehrt bis an die 38. Erster Versuch und 10 für meine Cowboys. So, Randy Moss ist in unserem Team, was ja schon mal ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist. Da wir ja viele Passing Yards erzielen sollen, werden wir auch gleich versuchen zu werfen. Wir nehmen den Play-Action Bubble J over, attackieren mit Witten die Mitte des Spielfelds. Wir achten links außen auf Randy Moss. Schauen wir mal, was der Safety macht. Randy Moss hat ein 1 gegen 1, hat den Ball. Was für ein Play. 58 Yards im allerersten Spielzug. Wenn es so weitergeht, dann kriegen wir ja vielleicht die Punkte doch noch voll. So, Owens und Moss attackieren die linke Seite des Spielfelds auf Slant Routes. Terrell Owens. So, wir haben die ersten 6 Punkte. So, ich werde jetzt versuchen, eine Two-Point-Conversion erfolgreich zu gestalten. Dann bräuchten wir nur 5 Touchdowns. So, Moss auf einer Slant von der linken Seite. Witten ist meine Sicherung. Da ist der Ball auf Randy Moss. Two-Point-Conversion erfolgreich. Wir führen mit 8:0. So, wir werden einen Onside-Kick probieren. Damit die Vikings uns nicht zu viel Zeit von der Uhr nehmen. Oh. Das war knapp. Da hätten wir fast sogar den Ball noch gesichert. Da kommt Kurt Cousins aufs Feld, der Quarterback der Vikings. So, wir stellen unsere Defense entsprechend ein. Erster und 10 an der 43-Yard-Linie. Durch den Onside-Kick sind sie natürlich schon in meiner Hälfte angekommen, die Vikings. So. Aber schauen, ob wir Cousins unter Druck setzen können. Erster und 10. Laufversuch durch die Mitte, gut gestoppt von meinen Defense Tackles. Ich glaube, das war Woods, der diesen Lauf stoppen konnte. 2009 an der 42. Wieder Cook. Und das ist schon fast ein First Down gewesen. Dritter und 1. Das spielen sie bis jetzt sehr, sehr gut. Wieder ein Lauf, diesmal über die Außen und da sind die Cowboys extrem verwundbar. Schöner, harter Hit, aber ein neues First Down durch Cook. Wir können momentan nur zuschauen. So, Cover One Hole. Der Ball ist in der Red Zone. Ganz schneller Wurf. Aber ein schönes, sicheres Tackling von Tillman. Von Renfrow war es, Entschuldigung. 2012. Oh! Das muss doch der Sack sein durch Crawford. Dritter Versuch und 12. Ganz wichtiger dritter Versuch jetzt. Ein unvollständiger Pass. Da kann der Receiver den Ball nicht kontrollieren. Vierter und 12. Es gibt ein Field Goal Try der Vikings. Dan Bailey, ehemaliger Kicker auch meiner Cowboys bis vor anderthalb Jahren. Macht hier die Punkte. Es steht 8:3 für die Cowboys.
So, der Return soll über die linke Seite gehen. An der 5-Yard-Linie nimmt Brentford den Ball auf. Return bis an die 32-Yard-Linie. So, da kommt meine Offense wieder aufs Feld. Wir werden natürlich weiter versuchen zu passen. Das hat ja mit Randy Moss beim ersten Mal hier fabelhaft funktioniert. Probieren wir den Spaß doch nochmal. Play Action Jake Lancey. Uns im Slot. Moss wieder links außen. Wir schauen mal, was uns die Vikings geben. Da hat mich der lange Stop von Moss sehr irritiert. 2015. Wir nehmen den Call Flat, attackieren die Mitte mit Elliott. Ich versuche jetzt erstmal hier das First Down sicher zu machen. Alter, was ist denn los? Ein bisschen Zeit bräuchte ich schon, lieber O-Line. Harrison Smith, glaube ich, mit dem... Oh, das war Barr mit dem Tackle. Eieieiei. Da war der erste Drive so gut und der ist jetzt hier so schlecht. Dritter und 23. Wir achten auf Randy Moss ganz außen. Oder auf Terrell Owens im Slot. Wir gehen und dann ist das Quarter zu Ende. Oh, wie ich so etwas immer hasse. Dann sollen sie die Zeit doch einfach schneller runterlaufen lassen. Shark Halfback Wheel. Wir attackieren die Mitte mit Witten. Ich achte auf Cooper von der rechten Seite. Und ich schaue mal, ob Elliott sich ein bisschen davon stehlen kann. Der Ball ist incomplete. Cooper kann ihn nicht sehen. Jetzt haben wir einen 4. und 23. Wir würden ja eh wieder, hätten wir jetzt hier einen Touchdown erzielt, einen Onside-Kick probieren. Deswegen probieren wir diesen 4. Versuch auszuspielen. Moss ist im Slot. Ich komme nicht zum Werfen. Das ist doch einfach nicht wahr. Was ist denn mit meiner O-Line los? Meine Güte. Kein Schutz, den Prescott hier bekommt. Lauf über die Außen. Wieder gucken mit dem Run. Das Schlimme ist die Zeit, die wir durch so etwas verlieren. Wieder gucken, ja, das ist der Touchdown. Ich bettle ja förmlich darum. Anders kann man es nicht ausdrücken. Die Vikings gehen in Front. Ah, das fing so gut an und jetzt dann so schlechte Offense-Leistung. Also wenn du es in 4 Versuchen nicht einmal schaffst, einen Ball anzubringen, läuft da irgendwas grundsätzlich komplett verkehrt. Nimmt den Ball auf, der Return. Sehr schöner Move und jetzt ist er vorbei. Hat eine Lücke, immer noch auf den Beinen und dann drückt ihn der eigene Mitspieler über die Seitenlinie. Vielen Dank. Erster und 10 an der 38-Yard-Linie. Trotz alledem ein guter, ein wichtiger Return. So, nehmen wir die Double Slants. Wir schicken Owens und Moss von der linken Seite. Cooper von der rechten Seite auf besagte Slant Routes. Ich muss schon wieder viel früher werfen, weil der Druck zu groß geworden ist. Der Ball ist in der Red Zone an der 19-Yard-Linie der Vikings. Wir nehmen jetzt den Stick, Owens und Moss, nur von der linken Seite. Wieder geht der Ball auf Terrell Owens, Ball an der 1-Yard-Linie. So, jetzt brauchen wir noch den Touchdown. Und das macht Jason Witten. Wunderbar, die nächsten Punkte für die Cowboys. So, auch hier jetzt wieder der Versuch der Two-Point-Conversion. Owens von der linken Seite auf der Slant. Und der ist unvollständig. So, es heißt, es bleibt bei 14 Punkten, die wir jetzt bis dato erzielt haben. Aber jetzt habe ich gar nicht den Onside-Kick probiert, sondern den normalen. Der geht an die 1-Yard-Linie. Jetzt der Return der Vikings.
Ich habe Schwierigkeiten mit Cook, aber immense Schwierigkeiten. Erster und 10 an der eigenen 28-Yard-Linie jetzt für die Vikings. Wir haben noch 2 Minuten und 20 Sekunden zu spielen in der ersten Hälfte. Erster Versuch und 10. Wieder der Lauf von Cooks, auch wunderbar. Diesmal aber direkt im Backfield gestoppt. Zweiter Versuch und 12. Wir sind beim Two-Minute-Warning. Das war schon wieder so eine Geschichte. Weißt du, da kommst du eine Sekunde vor dem Two-Minute-Warning aufs Feld. Das kann man sich doch eigentlich schenken. 2. und 12, also 2 Minuten noch zu spielen. Wieder ein Laufversuch. Das ist jetzt ein dritter Versuch und 15. Vikings lassen die Uhr schon extrem weit runterlaufen. Man in Motion, der Lauf geht über die Mitte und der ist gestoppt. Jetzt muss ich meine erste Auszeit nehmen, weil die Vikings sonst wieder die Uhr komplett würden runterlaufen lassen. So, der Kick geht bis an die 24-Yard-Linie. Jetzt Renfro mit dem Read bis an die 40-Yard-Linie. Da kann doch noch was gehen. 1 Minute und 5 Sekunden sind noch auf der Uhr. Wir nehmen die Double Slants. Wieder Owens und Moss von der linken Seite, Cooper von der rechten. Los geht's. Und da ist eine riesen Lücke. Terrell Owens kommt bis an die 20-Yard-Linie. No Huddle Offense der Cowboys. Wir bleiben bei den Double Slants. Der Ball geht auf Randy Moss und ist incomplete. Wir haben einen zweiten Versuch und 10. Lieber den Angle Smash. Wir attackieren die Mitte mit Elliott. Ich achte im Slot auch auf Terrell Owens. Wir gehen auf Elliott, denn der ist Mutterseelen alleine. Ich nehme eine zweite Auszeit. Es wäre schon ganz wichtig, wenn wir hier noch einen Touchdown erzielen würden vor der Pause. First and Goal an der 8-Yard-Linie. Owens und Moss von links. Cooper von der rechten Seite. Und das ist der Touchdown. Terrell Owens. So, 40 Punkte sollen wir erzielen. 20 haben wir jetzt vor der Halbzeit. Das heißt, wir liegen hier sehr gut im Trend. So, und jetzt bringt, glaube ich, eine Two-Point-Conversion auch nicht mehr allzu viel. 21 zu 10. 19 Punkte. Wunderbaren Stern. So, wir machen nochmal einen normalen Kickoff für die letzten 20 Sekunden. Da lohnt sich Spielerei mit einem Onside-Kick nicht mehr wirklich. An der 30-Yard-Linie kommt Kurt Cousins und die Offense der Vikings nochmal aufs Feld. Ich glaube nicht, dass hier jetzt noch allzu viel passieren wird. Nein, es ist ein Lauf. Und jetzt... Wow, dann nehmen die Vikings eine Auszeit. Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet, ehrlich gesagt. 2. und 10. 12 Sekunden noch zu spielen. Oh, das ist ein Riesenplay. Ein Mordshit, aber ein First Down an der 48-Yard-Linie. Jetzt schalten die Vikings um. Jetzt ist Hail Mary Time. Das war ein Catch an der 20-Yard-Linie. Das gibt's ja gar nicht. Gott sei Dank ist die Zeit vorbei. Es ist Halbzeit. So, wir müssen mit dem Kickoff die zweite Hälfte öffnen. Jetzt natürlich wieder der ganz klassische Onside-Kick. Den haben die Vikings gesichert. First down an der 42-Yard-Linie meiner Cowboys. Erster und 10. Druck auf Cousins, aber der Ball kommt an.
zweiter Versuch und 6. Boah, ein Riesenpass von Kurt Cousins. First down in der Red Zone der Cowboys an der 13-Yard-Linie. Adam Thielen mit dem Catch. Erster und 10. Die nächste Completion, der Ball ist an der 2-Yard-Linie. Ich hatte gerade schon die Sorge, das hätte schon geknallt mit dem Touchdown. Aber soweit ist es noch nicht. Noch. First and goal. Boah, mit einer Hand. Wahnsinns-Catch. Touchdown Adam Thielen für Minnesota. So, die jetzt auch eine Two-Point-Conversion probieren, um hier den Rückstand auf 3 Punkte zu verkürzen. Und das ist ein Sack. Also Sean Lee mit dem Tackle als Sack. Wird das ja nicht in der Statistik auftauchen. So, Minnesota kickt den Ball an die 4-Yard-Linie. Renfro nimmt den Ball auf der Return. Sehr früh zu Ende an der 24, 1. und 10 für Dallas. Wie gesagt, wir brauchen 3 Touchdowns. Wir beginnen mit den Double Slants. Owens und Moss wieder von der linken, Cooper von der rechten Seite. Man-to-Man-Coverage. Der Ball geht aber zu Randy Moss. Das ist ein neues First Down an der 40-Yard-Linie. Wir stellen uns direkt wieder auf. Neben den Fade Smash attackieren die Mitte mit Witten und mit Amari Cooper. Witten hat den Ball. Neues First Down an der 37-Yard-Linie der Vikings. Momentan glaube ich gar nicht wissen, wie ihnen passiert. Slot ziehen. Wir achten auf Terrell Owens im Slot. Legen den Ball nach außen und der ist intercepted. Ach, das ist bitter. Das ist so bitter. Den hatte er doch eigentlich sicher. Erster und 10 an der 29-Yard-Linie. Jetzt habe ich das Problem, dass die Vikings mir hier Zeit von der Uhr nehmen können. Zeit, die wir so dringend benötigt hätten hier. Auch hier hatten wir fast die gleiche Situation, aber hier leider kein Turnover. 2010 Incomplete Pass, kein Running Back im Backfield. Es wird auf jeden Fall ein Passspielzug werden der Vikings. So, der Ball ist an der 37-Yard-Linie. 3. und 3. Wir müssen jetzt die Vikings stoppen. Wie gesagt, sonst läuft mir die Zeit hier davon. Oh nein, Leute. Covington mit einem ganz schwachen Tackle. Da lässt er den Receiver über die First Down Markierung. Ich glaube, das war's mit unseren 40 Punkten. Das dauert. Ich habe ja momentan gerade das Gefühl, ich gucke Zeitlupen-Football. Keine Punkte im gesamten 3. Quarter. Also da haben wir uns echt nicht mit Ruhm bekleckert. Diese Interception war tödlich. 2. und 3 an der 48-Yard-Linie. Ja, schaut euch an, die Vikings, die nehmen hier Zeit von der Uhr, dass es ein Traum ist. 1. und 10 an der 40-Yard-Linie. Gut gespielt von Chino Biavuse. 2. und 10. Immerhin hält die Uhr mal an. Ich habe ja noch ein kleines bisschen Hoffnung. Vielleicht mal ein Turnover der Vikings. Da laufen die. Die machen mich wahnsinnig mit ihrem Gameplay. 3. und 10 an der 40-Yard-Linie. Ja, First Down. Natürlich einfach nicht gut. Was wir hier spielen, ist kein guter Football. Momentan ist echt der Wurm drin.
Kurt Cousins bringt hier mittlerweile jeden seiner Pässe an den Mann. Und mittlerweile muss ich froh sein, wenn ich das Spiel überhaupt noch gewinne, was ja schon noch auf der Kippe steht hier. Ein ellenlanger Drive der Minnesota Vikings. Und meine Cowboys stehen daneben und gucken nur zu. Dalvin Cook. Ich weiß nicht, wie viele Hitsticks hier schon verteilt worden sind. Ein Fumble der Vikings, Fehlanzeige. Dritter und vier. Und natürlich der Touchdown für die Minnesota Vikings. Jetzt noch die Two-Point-Conversion. Wir werden dieses Spiel verlieren. Das gibt es gar nicht. Da hast du in der zweiten Halbzeit nur einen einzigen Drive. Wir sehen den Kickoff von Minnesota. Renfro an der 6-Yard-Linie mit dem Return. Gestoppt an der 8. Tight End Drive. Wir achten auf Moss. Links außen. Ich kann jetzt nur versuchen, hier wirklich einen schnellen Deep Pass zu machen. Incomplete Pass. Cowboy Slot Slant. Owens links, Cooper rechts. Das gleiche Spiel quasi noch einmal. Der Ball geht zu Randy Moss, der geht ins Aus an der 49-Yard-Linie. Four Verticals. Witten durch die Mitte. Wir achten auf Moss links außen. Und das ist der Touchdown für die Cowboys. So, jetzt haben wir 28 Punkte, aber uns fehlen halt 12 und es sind nur noch 55 Sekunden. Da bräuchten wir jetzt schon eine Menge Glück, um hier noch zweimal zu punkten. ...53 Sekunden noch zu spielen. Minnesota hat den Ball an der 46-Yard-Linie meiner Cowboys. Ich erwarte jetzt hoffentlich viel Passspiel von Minnesota. Drei Auszeiten haben die Vikings noch. Die werden sie jetzt auch nutzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber solange hier keine Turnovers passen, die spielen einfach, weil sie nehmen keine Auszeit. Jetzt nehmen sie eine. Das ist nicht zu glauben. Da sind schon 14 Sekunden von Dua, also Respekt. Mike Zimmer für dieses unvorstellbar raffinierte Clock Management. 2001. Jetzt nehmen sie direkt das Timeout. Jetzt haben sie es auch gemerkt, dass es nicht so schlau wäre, hier die Zeit runterlaufen zu lassen. Und dann ein Lauf. Also Respekt, liebe Vikings. 2007. Das ist schon Dummheit. Tut mir leid, du kannst doch nicht, wenn du einen Touchdown brauchst, 19 Sekunden vor dem Ende zwei Draw-Spielzüge hintereinander machen. Also, da will jemand, dass ich nicht mehr in Ballbesitz komme. Incomplete Pass. Offense nochmal aufs Feld. Nehmen nochmal die Four Verticals. Achten wieder auf Randy Moss links aus. Check.
Er hat den Ball. Ich hätte eigentlich immer nur tief auf Randy Moss werfen müssen. Die ganze gnadenlose Zeit. Randy Moss hier jetzt im Slot. Am Ende des Tages fehlen ein paar Punkte. Hätten wir alle... Nein, das war jetzt der... Der vierte Touchdown, das hätte nicht gereicht. Ach, ist das schade. 35 Punkte haben wir gemacht. Kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Die müssen wir nochmal spielen. Wir gehen direkt wieder rein. So, neuer Versuch hier im US Bank Stadium. Gegen die Vikings an der 8-Yard-Linie. Ranford nimmt den Ball auf, der Return. Endet an der 49-Yard-Linie. Das ist doch schon mal ein guter, ein schneller Anfang. Und wir werden uns wieder die Seele aus dem Leib werfen. Wenn ich denn die Spielzüge dafür bekomme. Nehmen wir den Double Slant. Out und Moss von der linken. Cooper von der rechten Seite. Der Ball geht auf Terrell Owens. First down an der 28-Yard-Linie. Wir bleiben bei dem Double Slant. Gehen in die No-Huddle-Offense. Diesmal geht der Ball zu Kopp. Der Ball ist an der 7-Yard-Linie. Ich glaube, die Vikings wissen gar nicht, was ihnen gerade hier passiert. Hallo Cross, wir gehen auf Witten in der Mitte auf unseren Tight End. Das ist der Touchdown für die Cowboys. So, auch hier jetzt wieder der Versuch, direkt mit der Two-Point-Conversion zwei weitere Punkte zu erzielen. Moss und Owens von der linken Seite auf das Land. Witten ist meine Sicherung. Interessant, aber es hat funktioniert. Randy Moss, 8:0 für die Cowboys. So, wieder der direkte Versuch des Onside-Kicks. Die Vikings haben den Ball, da hat es aber ordentlich geknallt. Ballbesitz an der 43-Yard-Linie für die Offense, angeführt von Kurt Cousins. Den wir diesmal hoffentlich mal ein bisschen schneller gestoppt kriegen. Allerdings müssen wir den an der 43. Incomplete Pass. Schön verteidigt von meiner Secondary. Zweiter Versuch um 10. Lauf durch die Mitte. Oh, Leute, was für Lücken. Und Punktlandung natürlich. Exakt hinter der First Down Markierung. Erster Tackle. Erster und 10 für Minnesota. Da könnte ich schon wieder verrückt werden. Kurt Cousins, Play Action und der ist weg. So, wir gehen in eine Cover 6. Ich bekomme keine Man-to-Man-Coverage angeboten. 2010 an der 33. So, der erste vollständige Pass von Kurt Cousins bringt einen Raumgewinn von 5 Yards. Dritter und 5. Ball an der 27. Da braucht es 5 Verteidiger, um Dalvin Cook zu stoppen. Aber wir haben es geschafft, 4. und 6. Die Field Goal Unit der Vikings kommt aufs Feld. Jetzt mit dem Field Goal Try. Der Kick ist gut. Neuer Spielstand 8:3. 1:08 im ersten Quarter noch zu spielen. Wie gesagt, wir müssen hier 40 Punkte aufs Scoreboard bringen. Wir müssen uns sehr, sehr beeilen. An der 2-Yard-Linie nimmt Ranford den Ball auf. Der Return über die linke Seite. Immer noch unterwegs Renfrow. Thomas hat da nicht wirklich richtiges Interesse gezeigt zu blocken.
Erster und 10 an der 40-Yard-Linie. So, natürlich passen wir weiter. Wir bleiben mal wieder bei dem Double Sense. Das hat eben sehr viel Raumgewinn gebracht. Aus und Maus, links, über rechts. Los geht's. Da sind riesen Lücken. Neues First Down an der 43-Yard-Linie der Vikings. Play Action, Misdirection, Shot. Wir achten auf Owens, wir achten besonders auf Randy Moss. Der hat den Ball, der war da komplett frei. Schöner Move. First Down an der 8-Yard-Linie. So, jetzt noch ein Touchdown kurz vor der Pause, kurz vor dem Ende des ersten Quarters. Terrell Owens über die Mitte. Hat den Ball, der Ball ist an der 1-Yard-Linie. Letztes Play. So, wir versuchen auch hier wieder direkt die Two-Point-Conversion. Nehmen den Stick, wir schicken Moss von links auf eine Slant. Witten meine Sicherung, mein Tight End. Auf den gehen wir auch, der hat den Ball. Es steht 16:0. Sehr guter Start, also 16 Punkte im ersten Quarter. 40 brauchen wir, da sind wir doch gut unterwegs. Der Kick geht bis an die Goal-Line. Der Return jetzt der Vikings. Dalvin Cook, der bereitet uns hier Schwierigkeiten, das gibt es gar nicht. Erster und 10 an der 28-Yard-Linie. Oh, was ist denn hier los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dilettantische Tackle-Versuche meiner Secondary. Touchdown Minnesota Vikings. Also da wurden Punkte gebettelt. Erst der Versuch einer Interception, der komplett in die Hose ging, wenn der Ball dann einfach nur an einem vorbeifliegt. Eieieiei. Wir holen die Vikings back to the game. Spielstand 16:10. Jetzt ist die Nase wieder frei. Erster Versuch und 10 nach dem Kickoff. Jetzt gleich für die Offense meiner Cowboys. An der 5-Yard-Linie nimmt Renfro den Ball auf. Der Return wieder über die linke Seite. Wieder kann sich Renfro ein bisschen Zeit erkaufen. An der 28-Yard-Linie neues First Down für Dallas. Play Action Bubble J over. Wir attackieren die Mitte des Spielfelds mit Jason Witten. Wieder achten wir links außen natürlich auch auf Randy Moss. Und Randy Moss bekommt den Ball, soll den Ball bekommen, der war viel zu kurz. Zweiter Versuch und 10, die klassischen Double Slants mal wieder. Blitz von der rechten Seite der Vikings. Sollen wir schauen, ob der wirklich durchkommt? Ja, der kommt. Deswegen werfen wir schnell auf Terrell Owens. Und der kommt bis an die 45-Yard-Linie. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Score hier. In der ersten Hälfte, Moss von links, Terrell Owens von der rechten Seite. Wir gehen auf Terrell Owens und der ist überworfen. Kein guter Ball von Prescott. 2010. Wenn wir den Go DBL Post, wir attackieren die Mitte mit Jason Witten. Ich achte rechts außen auf Amari Cooper. Da gehen wir auf Amari Cooper und der hat den Ball First Down an der 24-Yard-Linie. Wide Receiver Smash, wir achten auf Moss, der gleich von der rechten Seite kommt. Da macht er den Cut, bekommt den Ball, gutes Timing, First Down an der 8-Yard-Linie. Nochmal der Slot Fork, wieder achten wir auf Randy Moss. Und er macht den Touchdown. Ein riesen Catch.
So, auch hier jetzt wieder der Versuch der Two-Point-Conversion. Wieder die Quickslants, Moss und Owens von der linken Seite. Winton von der rechten. Und Moss macht auch die Two-Point-Conversion. 24 Punkte haben die Cowboys jetzt bereits erzielt. Heißt, wir brauchen noch 16 Punkte. Nachher in der zweiten Hälfte. Und die erste Hälfte ist ja noch nicht mal vorbei. Wir haben noch 1,59 auf der Uhr. Der Kick geht bis an die 2-Yard-Linie der Vikings. Wird dort aufgenommen. Jetzt der Return. Der ist gestoppt an der 27-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Minnesota. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier keinen Onside-Kick gemacht habe. Ich Schlafmütze. So. Das ist ein Sack mit Ansage. Ich weiß nicht, wo Cushions da hin wollte. Crawford sagt Dankeschön. 2015. Dann kriegst du schon wieder so einen Ball reingedrückt. Da passt teilweise hinten die Zuordnung in meiner Secondary, aber so überhaupt nicht. Zweiter Versuch und 10. Ball an der 47. Irgendwann mussten die Cowboys durchkommen. Das dauert viel zu lange. Covington mit dem Sack. Jetzt nehmen die Vikings eine Auszeit. Beim 3. und 21. Ball an der 36-Yard-Linie. Da kommen wir, wenn wir das jetzt hier stoppen, sogar nochmal im Ballbesitz. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Wir nehmen unsere erste Auszeit. So, und schauen mal, was die Vikings beim Return machen. Er geht bis an die 16-Yard-Linie. Renfro lässt da einen aussteigen, aber danach haben sie ihn schon. So, an der 26-Yard-Linie kommt unsere Offense nochmal aufs Feld. Wunderbar, Double Slants bekommen wir wieder angeboten. Owens und Moss. Und da blitzen beide Safeties. Da ist da hinten aber gleich jemand... Aber komplett offen. Kein Safety mehr. Wir haben es eben gesagt. Terrell Owens Richtung Endzone. Ja, das ist ein Gastgeschenk gewesen. Touchdown Dallas Cowboys. So, auch hier jetzt wieder der Versuch der Two-Point-Conversion. Wir nehmen Odis von links. Cooper von rechts. Oh, und der ist nicht gut gewesen. Bleibt bei dem Spielstand von 30 zu 10. Das heißt, wir brauchen noch 10 Punkte. Das ist ein Touchdown und ein Field Goal. Also, keine Panik, wir sind sehr gut im Trend. Der Ball geht bis an die Goal Line. Ich glaube auch nicht, dass die Vikings uns hier nochmal großartig gefährlich werden können, was ihre Offense-Bemühungen angeht, weil das sieht doch hier in diesem zweiten Try deutlich ungefährlicher aus. 33 Sekunden noch zu spielen. Minnesota hat noch zwei Auszeiten. Ich glaube nicht, dass die noch groß aktiv werden werden. Nein, Laufspiel. Oh doch, die Vikings nehmen noch eine Auszeit. Zweiter und 8. Von der 31. So, ich nehme meine zweite aus. Es war, glaube ich, noch kein First Down, wenn ich mich da nicht verguckt habe. Es ist ein dritter dritter Versuch und 1. Und das ist eine Interception. Byron Jones. Ballbesitz Cowboys an der 44-Yard-Linie der Minnesota Vikings. Ja, hör mal an. Und wir nehmen gleich wieder die Double Slants. Ja, diesmal bleiben die beiden Safeties auf ihren Positionen. Kein Wunder, glaube ich, nach der Aktion. Geht ins Aus an der 25-Yard-Linie. So, das heißt, wir haben, glaube ich, die Passing-Yards hier schon dreimal voll. Erster und 10, Ball an der 25-Yard. Wir haben noch 14 Sekunden auf der Uhr. Ball geht auf Randy Moss. Der Ball ist an der 7-Yard-Linie.
Ich habe jetzt keine Auszeit mehr. Wir versuchen es noch einmal in die Endzone. Wir achten auf Witten. Unseren Tight End. Und der macht den Touchdown. Ganz schneller Wurf von Prescott. So, jetzt reicht auch der normale PET. So, 37 zu 10. Wir brauchen noch 3 Punkte. Wir brauchen noch ein Field Goal. Wir haben die Yards voll. 4 Sekunden noch auf der Uhr. Wir werden noch einen Return sehen der Vikings. Und vielleicht sogar noch einen Spielzug von Kurt Cousins. An der 2-Yard-Linie. Cook nimmt den Ball auf. Der Return. Die Uhr läuft bereits runter. Es wird also kein Offense-Spielzug mehr geben. Es geht in die Halbzeit. Und das sieht doch diesmal alles viel, viel besser aus. 37 zu 10 für die Cowboys. Der Kick ist unterwegs, geht bis knapp hinter die Goal-Line, wird dort auf. Dieser Return endet an der 31-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Boah, Riesenball von Cousins. Gutes Open Field Tackle von Van der Esch. Erster und 10 für die Vikings. Oh, Cousins. Den hat er viel zu schlecht geworfen. Da war der Druck eigentlich noch gar nicht so groß auf ihn. Also eine ganz schlechte Entscheidung. Zweiter und 10, Ball an der 48. Davin Cook durch die Mitte, sucht da verzweifelt eine Lücke. Jetzt haben wir einen dritten Versuch und 5. Wir können die Vikings also hier vielleicht wieder vom Feld schicken mit ihrer Offense. Oh, ein wunderbarer Pass von Cousins. Neues First Down in der 30-Yard-Linie. Richtig guter Drive, den die Vikings hier gerade hinlegen. Erster und 10. Boah, unter Druck Cousins. Aber wenn dann natürlich ein Adam Thielen so frei ist, nutzt der ganze Druck nichts. Erster und 10. Cook gestoppt an der 4-Yard-Linie. Second and goal ist auch ein langer, langer Drive. Die Vikings nehmen hier wahnsinnig Zeit von der Uhr. Das ist immer noch kein Touchdown. Cook schafft es nicht in die Endzone. Ist auch diesmal nicht so der Faktor wie bei unserem ersten Try. Third and goal. Ja, das ist der Touchdown. Ah, da hatten wir eigentlich die Möglichkeit, Cook zu stoppen. Schaffen es aber nicht. Vikings sind in der Endzone. Jetzt noch der PET. Der sieht aber auch gut aus. Minnesota verkürzt auf 37 zu 17. 44 Sekunden vor dem Ende des dritten Quarters. So, wir laufen gleich über die linke Seite. Kick ist unterwegs. Geht an die 4-Yard-Linie. Renfro mit dem Return. So, wie gesagt, über die linke Seite. Wir brauchen noch ein Field Goal. Wunderbare Blocks. Und Renfro, das gibt mehr als ein Field Goal. Das ist ein Kick-Off-Return-Touchdown. Und damit haben wir die 40 Punkte voll. Riesen-Play meines Cornerbacks, meines Kick-Off-Returners. 44 zu 17. Können wir es ganz ruhig angehen lassen hier. Der Kick ist unterwegs. Knapp hinter der Goal-Line wird er aufgenommen. Jetzt der Return. Da hat es ordentlich geknallt, aber der Receiver hält den Ball fest, der Returner. Erster und 10 an der 27-Yard-Linie. Das ist sehr bitter für die Vikings. Da haben sie echt einen guten Drive hingelegt. Haben hier verkürzt und kriegen direkt mit dem Kick-Return einen Touchdown verpasst.
Boah, gut verteidigt von Byron Jones. Zweiter Versuch und 10. Wieder Laufversuch von Dalvin Cook. Dritter Versuch und 7. Es laufen die letzten Sekunden im dritten Quarter. Die Uhr läuft runter. Sehen wir noch ein Play? Nein, es geht rüber ins Schlussviertel. So, wollen wir hoffen, dass die Vikings sich hier Zeit lassen. Ich hätte gar nichts gegen viel Laufspiel. Kurze Pässe jetzt einzuwenden. Incomplete Pass. Oder so. Dann machen wir es halt selber, denn jetzt ist es ein vierter Versuch und 7. Die Vikings spielen das nicht aus. Die Vikings werden punten. Renfro an der 19-Yard-Linie. Nimmt den Ball auf. Return. Oh, an der 24. Da haben wir ja sage und schreibe 5 Yards nach vorne gekommen. Kickoff top. Punt return. Ah, nicht so. So, wir laufen jetzt. Ich möchte hier nur noch Zeit von der Uhr nehmen, damit dieses Spiel hier vorbei ist. Elliott läuft durch die Mitte. Er versucht es und scheitert furios. 1 Yard Raumgewinn. So, nochmal ein Lauf. Diesmal geht es über die linke Seite. Elliott ist wieder unterwegs. Kommt aber nicht über die First Down Markierung. Dritter Versuch und 1. Wir bleiben beim Lauf. Wieder geht die Reise über Elliott. Wir wechseln aber auf die linke Seite. Da hinter einem Larry Allen herzulaufen, ist schon ein Vergnügen. Das reicht für solche knappen Yards. Erster und 10 für Dallas. Elliott durch die Mitte. Ja, die Vikings gehen da natürlich auch nicht mehr mit der totalen Konzentration an dieses Thema heran. Bei dem Spielstand weißt du, was dein Gegner vorhat. Bist aber auch nicht mehr groß in der Lage, etwas dagegen zu tun. Ja, den Cowboys ist es wurscht. Ich kann die Zeit hier kontrollieren. Wir täuschen den Lauf rechts an, laufen aber über die linke Seite. Da trudelt Elliott noch Richtung First Down Markierung, aber es hat nicht gereicht. Es ist ein dritter Versuch und 1. Wieder der dritte und wieder rechts hinter Travis Frederick durch. Hoffen auf den Block von Larry Allen, der kommt. First Down Cowboys an der 49-Yard-Linie. Die Sekunden tickern hier runter. Elliott läuft durch die Mitte. Die Mitte war zu, dann weichten wir kurz zur Seite aus. Kommen bis an die 47-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 5. Wieder ein Counter-J-Play. Rechts antäuschen, links laufen. Oh, gute Blocks. Elliott bis an die 32-Yard-Linie der Vikings. Neuer erster Versuch und 10. So, von rechts, von links kommt ein Blitz. Wir laufen aber eh über die rechte Seite. Wenn wir Glück haben, laufen wir den Blitz damit davon. Nicht wirklich so, wie es geknallt hat. Ball ist an der 30-Yard-Linie. Die Sekunden tickern hier weiter runter. Und wie gesagt, das war ja genau das, was wir erreichen wollten. Oh, das war schon der letzte Spielzug eben. Die Uhr läuft runter. Das Spiel ist aus. 44 zu 17 schlagen wir die Vikings. Sterne zählen. 1, 2, 3. Stern Nummer 4. Stern Nummer 5. Im zweiten Versuch Challenge geschafft. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.